Schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe 96-Fans, in der Woche vor dem Pokalspiel bei den Kickers Offenbach. Ich freue mich, dass heute unser Capitano da ist, Manuel Schmiedebach. Moin. Moin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Erste Frage. Wir sitzen hier am Spielfeldrand der HDI-Arena. An was denkst du als allererstes, wenn du dich hier so im weiten Rund umblickst? Ja, da gibt es viele Momente, schöne wie unschöne. Oder, ja, teilweise an Robert halt auch noch. Aber es gibt halt auch dann Spiele gegen Sevilla, wo man halt auch mit dran denkt. Aber es gibt halt die Dinge und die Dinge. Kannst du dich noch an unser allererstes Interview erinnern bei 96TV Juli 2009 in Bad Kleinkirchheim? Das waren noch Zeiten. Wie hat sich 96 seitdem verändert? Du hast die ganze Zeit miterlebt seitdem. Es gibt halt wie im ganzen Leben immer ein Auf und Ab. Jetzt sind wir mal richtig tief gefallen, hatten zwei gute Jahre in der Euroleague und versuchen jetzt wieder in die erste Liga zu kommen und geben dafür halt auch alles. Du hast schon gesagt, wir sind letzte Saison tief gefallen. Ich weiß, dass dich die letzte Saison und wie sie gelaufen ist, persönlich sehr beschäftigt hat, dass du dir viele Gedanken gemacht hast. Wie hast du über den Sommer hinweg versucht, diesen Abstieg zu verarbeiten? Ich hatte ja zwei Themen zu bearbeiten. Dann war ja die Frage, ob ich meinen Vertrag verlängere. Das ging ja dann relativ zügig. Die Entscheidung hatte ich dann in Rostock getroffen, weil ich da meinen besten Kumpel besuchen war. Und ja, dann das aufzuarbeiten, denke ich, muss man halt anders sehen. Also aufarbeiten kann man da nicht wirklich was. Wir sind abgestiegen, das ist ein Fakt. Und am Ende musst du einfach nur damit umgehen können, dass du abgestiegen bist und musst schauen, wie der schnellste Weg halt wieder nach oben in die erste Liga führt. Also Blick nach vorn. So ist es. Wie bist du zu der Entscheidung gekommen, mit in die zweite Liga zu gehen? Vom Bauchgefühl her. Und mein Kumpel, den ich besuchen war, er meinte auch, ich gehöre einfach zu 96, bin lange da und war oft genug auch hier. Und das war dann so. Kann das gut einschätzen. Einfach nochmal die Meinung von außen sozusagen, von einem, der dich gut kennt. Schön, ja. Jetzt sind wir in der zweiten Liga, zwei Spiele, zwei Siege. Wie ist die Stimmung in der Kabine? Ich glaube, brauche ich nicht beschreiben. Die ist ausgesprochen gut und wir hoffen einfach, dass es so weitergeht. Klar werden auch Rückschläge dazukommen. Aber ich denke auch, dass wir es irgendwo dann auch verarbeiten können. Im Erfolg macht man, so heißt es, die größten Fehler. Was sind die Dinge, die wir jetzt nicht falsch machen dürfen? Wir dürfen einfach nicht da hinein verfallen, dass wir so einen lethargischen Stand sozusagen für uns gewinnen. Und einfach so weiterspielen, einfach jedes Spiel so annehmen, als ob das letzte Spiel ist und es um alles geht. Jetzt steht erstmal ein Spiel an, bei dem es um alles geht. Es wird eine Entscheidung geben im Pokalspiel in Offenbach. In der zweiten Liga ist Hannover 96 am stärksten im Pokal. Holen wir den Pott? Das ist noch ein weiter Weg bis dahin. Lass uns erstmal die erste Runde spielen und danach schauen wir weiter. Spaß beiseite, wie groß ist dein Antrieb, auch im Pokal mal versuchen, ein bisschen mehr zu holen als in den letzten Jahren? Es ist auf jeden Fall der schnellste Weg, etwas zu holen. Nicht so wie in der Liga, da hast du 34 Spiele. Aber wir werden da auch jedes Spiel für sich einzeln nehmen und müssen halt schauen, dass wir auch die Gegner, müssen wir alle gleich angehen. Ist diese Spiel-zu-Spiel-Denke, diese Konzentration auf den Moment im Endeffekt das, was am allerwichtigsten ist in der Saison? Ich denke, das ist eigentlich in jeder Saison wichtig und wenn man das mal ein bisschen verliert, dann kriegt man eher Probleme, als wenn man sich strikt daran hält. Wie kannst und wirst und willst du das als Kapitän mit begleiten, sage ich jetzt mal? Ja, ich werde mich selber natürlich auch immer dran erinnern und dementsprechend auch meine Mitspieler dran erinnern, dass jedes Spiel einzeln zu nehmen ist. Ich habe dich am Anfang gefragt, wie sich 96 verändert hat seit dem Juli 2009, als wir das erste Mal gesprochen haben. Wie hast du dich verändert? Wie fühlt es sich an, jetzt plötzlich einer der Älteren zu sein in der Truppe? Ich konnte es mir nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Wenn man jung ist,
denkt man, das Leben schreitet eigentlich nicht voran. Aber irgendwann sitzt du dann halt auch in der Position, wo du die älteren Spieler gesehen hast und kriegst halt auch deren Ansichten auch besser vermittelt oder kriegst sie, kannst sie jetzt besser mitfühlen, mittragen. Und das ist das, was im Moment eigentlich meine Veränderung ausmacht. Ich sehe halt viele Dinge jetzt aus den Augen von meinen Mitspielern von früher, wo ich halt auch sage, es ist wirklich interessant, mal zu sehen, wie die andere Seite ist. Also wie sie früher auf dich geblickt Genau, haben auch. so ist es. Und? Wie fällt das Resümee in der Retrospektive aus? Ja, das sage ich dir nach der Saison. Gibt es denn jemanden von deinen Mitspielern von früher, an den du dich halten willst, wo du dir Dinge abgeschaut hast, die du jetzt mit reinbringen kannst in die Saison? Es gab generell viele Spieler, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Sei es jetzt Aytin Lala, Steven Cherundolo, Leon Andreasen. Die haben für sich genommen alle einen verschiedenen Charakter, aber die hatten immer eine Sache gemeinsam, das war, die hatten immer einen Teamgedanken. Und das ist halt das, was mich halt auch noch mitträgt, weil wenn ich früher zum Beispiel gespielt habe für Steven, hat er mir Tipps gegeben, wie ich welchen Spieler anzulaufen habe, ob der schnell ist, ob der nach innen zieht. Und das hat mir damals schon sehr weitergeholfen und so versuche ich es auch immer jemandem zu vermitteln, wenn ich zum Beispiel mal nicht spiele. Ist die Kultur in der Mannschaft so, dass man sich hilft, dass man sich gegenseitig was mitgibt? Ich habe den Eindruck, dass diese Mentalität, die du jetzt gerade beschrieben hast, da, durchaus da ist. Die wächst gerade so zusammen und das ist auch schön zu beobachten. Aber ich denke, von außen ist das schwieriger als von innen. Man merkt es halt innerhalb der Mannschaft, dass sich jeder helfen möchte. Und umso mehr das wächst, umso schöner wird es halt. Schmiede, ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Viel Erfolg in Offenbach Dankeschön. und als Kapitän. Danke. Danke dir. Ciao.